Könntest du mir etwas über Heilkräuter beibringen? Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Jetzt pass gut auf. Könntest du mir etwas über Heilkräuter beibringen? Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen. Möchtest du nicht zu... Ich denke darüber nach. Der Pfarrer schickt mich. Es heißt, du stiftest Weiber zu Hexenwerk an. Ich? Hexenwerk? Das ist nichts als Klatsch. Es wäre besser für dich, aufrichtig zu sein. Ich will dir nichts Böses. Solange du die Wahrheit sprichst? Nun gut, dann sag ich dir alles. Ich hab was richtig Dummes getan. Es plagt mich so, dass ich kein Auge zubekomme. Soll ich etwa glauben, dass eine alte Hexe das Gewissen plagt? Du weißt sicher, dass ich nicht bloß mit Kräutern, sondern auch mit Salben und Tränken handel. Aber da gibt's was, wo es mich reut, es verkauft zu haben. Siehst du? Vera, Slata und Christa aus Uschice wollten Flugsalbe von mir. Hab erst abgelehnt, doch dann habe ich mich breitschlagen lassen. Was für eine Salbe soll das sein? Die enthüllt uns eine Welt, die uns sonst verborgen bleibt. Das Gewöhnliche verliert seinen Sinn. Die Blumen sprechen zu dir und die Erde tut sich auf. Weiß nicht, ob sie vom Teufel oder vom Allmächtigen stammt, aber Macht hat sie. Aber sie kann jeden vergiften, der nicht weiß, wie man sie handzuhaben hat. All das Geschwätz von Hexen, die sich damit einreiben und dann auf Besen zu ihrem Sabbat fliegen, kommt von... Die Salbe kann einen dazu treiben. War töricht von mir, den blöden Gänsen die Salbe zu geben. Könnten sich ja schließlich vergiften oder bei einer Vision von der nächsten Klippe segeln. Gibst du mir das Rezept für die Salbe? Da sind Tollkirsche und Teufelsbeere drin. Ziemlich giftig. Solltest dir also besser zweimal überlegen, damit Schindluder zu treiben. Warum hast du ihnen die Salbe überhaupt gegeben? Bin zu weichherzig. Weißt du, eins der Mädchen, Vera, hat seine Familie in Skalitz verloren. Und auch Slatas Mann ist tot. Die jüngste von ihnen, Christa, hatte eine Fehlgeburt von all dem Grauen. Sie meinten, sie wollten mit den Toten reden. Und sie bitten beim Herrn, ein gutes Wort einzulegen. Ich weiß, wie das ist. Aber das bringt ihnen nichts als den Tauchstuhl und den Scheiterhaufen. Richte nicht, wenn du nicht willst gerichtet werden. Ich wollte ihnen die Salbe nicht geben. Aber da sie einen Haufen Groschen boten, habe ich ihre Verzweiflung erkannt und ihr Flehen erhört. Ihr Flehen oder das Klimpern ihrer Münzen? Wieso bist du plötzlich in Sorge um sie? Woher der Sinneswandel? Hat mir den Schlaf geraubt. Erstens wissen die Weiber gar nicht, was sie da treiben. Und außerdem könnte man's als Hexerei auffassen. Und weißt du, was man mit Hexen macht? Bei lebendigem Leib verbrennen. Genau. Also wundere dich nicht, dass ich mich sorge. Vorher hat es dich doch auch nicht gestört. Wofür wollten sie die Salbe? Alle haben sie kürzlich einen geliebten Menschen verloren. Das wiegt schwer. Sie wollten zu den Toten sprechen. Ich habe genug gehört. Falls du genug gehört hast, musst du verstehen, wieso ich deine Hilfe brauche. Finde heraus, was die Frauen vorhaben und wache über sie. Schütze sie. In Ordnung. Aber nur, weil der Pfarrer mich drum gebeten hat. Tausend Dank. Ich gehe zum Pfaffen und erklär dem alles. Kümmer du dich um die Frauen.
Was zur Hölle war das? Du hast hier nichts zu schaffen. Ist das dein Ernst? Verdammt! Los jetzt! Ich habe etwas über Flugsalbe gehört. Wirklich? Ich wüsste gerne von wem. Und was geht's dich überhaupt an? Das Kräuterweib schickt mich. Gertrude? Was will sie? Mehr Geld? Es geht nicht ums Geld. Sie ist besorgt um eure Gesundheit. Die Salbe kann gefährlich sein. Und ich soll für sie sicherstellen, dass ihr damit kein Schindluder treibt. Gefährlich? Wieso das plötzlich? Sag ihr, wir sind ihr sehr dankbar für die Fürsorge. Leb wohl. Ich habe etwas über eine Flugsalbe gehört, die ihr vom Kräuterweib haben sollt. Und das hast du wo gehört? Und was scherzt dich überhaupt? Das Kräuterweib schickt mich. Gertrude? Was will die? Sie wüsste gerne, was ihr damit vorhabt. Sie macht sich Sorgen um euch. Warum schlägt sie plötzlich solche Töne an? Sag ihr, wir machen damit bloß, was besprochen war. Keine Sorge. Das klang wie... Komm schon. Was ist das? Was? Ist etwas passiert? Ich habe etwas über Flugsalbe. Wirklich? Godwin macht sich Sorgen. Der Pfaffe? Schön zu erfahren, was für Drahtstanden die eigenen Nachbarn sind. Glaub mir, das geht weder dich noch dem Pfaffen was an. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber das kriege ich so oder so raus. Also Maul auf.
Bloß etwas Kräutersalbe, etwas Singsang und drei Frauen nachts im Wald. Keinem geschieht ein Leid, aber vielleicht hilft's. Warum hörst du nicht auf, dich einzumischen? Was zum Teufel? Ist etwas passiert? Ist da jemand? Schon. Ich ziere mich. Mit dem Teufel zu falschen ist in Ordnung. Aber bei Salbe auf deiner Fuß ziehst du die Grenze? Naja, aber nicht lügen. Ich bin mir nicht sicher. Keine Sorge. Unzählige Weiber vor uns haben es versucht. Was, wenn es klappt? Was, wenn er erscheint? Aber das wollen wir doch, oder? Gehen wir.
wären wir? Jede weiß, was sie zu tun hat? Ich weiß nicht. Gertrude wollte zum Ritual nichts sagen, also wissen wir bloß, was wir selbst rausgefunden haben. Scheiße, mir ist so komisch. Hauptsache, die Salbe wirkt. Nun müssen wir uns bloß ein paar Zaubersprüche ausdenken. Beeilen wir uns lieber. Da sind seltsame Geräusche. Wann treffen wir drei wieder zusammen? Bei Regen, Donner, Wetter, Flammen. Wenn der Wirrwarr ist zerronnen, wenn... Scheiße. Schlacht verloren und gewonnen. Was für ein Mist murmelst du denn da? Das war ich nicht. Das kam von ganz allein. Mir wird schwarz vor Augen und die Erde dreht sich. Vielleicht war es keine so gute Idee. Wir machen das nicht für uns. Unsere Ziele sind rein. Keine Sorge. Ruhe! Seid doch mal leise. Hört ihr das? Als ob da wer singt. Das sind die Baumwurzeln. Die Erde spricht zu uns, wie Gertrude sagte. Warum wird es so dunkel? Der Gesang ist zu laut. Es soll aufhören. Wenigstens ein bisschen. Mein Kopf tut weh. Halte durch. Lass es zu. Hört, da kommt jemand. Wer ist da? Bist du es, Christa? Nein, ich bin hier drüben. Was ist hier los? Oh, willkommen, Fürst der Dunkelheit. Bitte, fühl dich wieder heim. Sag mal, was sollen wir für dich tun? Wir werden dir jeden deiner Wünsche erfüllen, so du unsere erfüllst. Fürst der Finsternis? Was in Gottes Namen schwafelt ihr da? Warum stellst du uns auf die Probe? Probe? Jesus Christus, womit habt ihr euch da bloß eingerieben? Flugsalbe vom Kräuterweib? Wir sind gewillt, uns dir hinzugeben, auf dass du uns von den Kumanen befreist. Wenn du das nicht willst, hilf uns wenigstens von hier zu entfliehen. Mach uns reich, dass wir in der Stadt ein neues Leben beginnen können. Ich gebe euch alles, wonach es euch verlangt. Ich wusste es. Hab Dank, mein Gebieter. Doch dafür müsst ihr... Scheiße. Mir wird komisch. Oh, die Salbe. Ihr habt mich mit der Salbe beschmiert. Geschieht kein Leid. Das gehört alles zur Zeremonie. Oh, Scheiße. Was zum Teufel habt ihr mit mir gemacht? Wie geht es dir nach der langen Reise? Lange Reise über... Von den Pforten der Hölle hierher. Wann kümmerst du dich um die Kumanen? Und wo sind deine Hörner, Hufe und der Ziegenschwanz, von denen der Pfaffe sprach? Wie kommt's, dass eine Stute sprechen kann? Stute? Trügt dich dein Blick? Vera heiß ich und in Uschitze verdreh ich manchem Burschen den Kopf. Hab Hörner und Hufe unterwegs verloren und meinen Schwanz habe ich in der Hose. Den hole ich zu besonderen Anlässen raus. Ich hoffe, bald findet sich einer. Bin auf einem Ast hergeflogen. In Windeseile ging das. Auf einem Ast? Bringst du uns das bei? Wir sind von nun an deine Mägde und tun, was du auch befiehlst. Eigentlich wollte ich etwas anderes. Was denn, oh Gebieter? Werdet ihr mir dienen und tun, was ich befehle? Oh ja, Herr des Höllenfeuers, wir tun, was du willst. Erlöse uns nur von den dreckigen Kumanen. Welche von uns willst du zuerst? Mich! Nimm mich! Nein, mich! Und was ist mit der da? Wieso so schweigsam?
Christa, du Henne! Mach's Maul auf! Ich will dich, Stute. Vera. Ich wusste es. Komm näher. Komm zu mir. Das war heftig. Oh, mir ist schon wieder so komisch. Was ist dein Problem? Wird das jetzt langsam mal was oder nicht? Ich will einfach nur schlafen. Scheiß aufs Schlafen! Was war das? Was ist das? Was? Meine Gebete wurden erhört. Unterhaltung! Gerade wollte ich meine... Komm her, du Weichei! Na, komm schon! Ich gebe auf! Hab Gnade mit mir! Hinfort mit dir! Aber du lässt die Waffe, wo sie ist. Ich habe wohl keine Wahl.
Ich habe mehr über das Uschitzer Hexenwerk rausgefunden. Sag bloß. Die Frauen haben eine Flugsalbe vom Kräuterwald bekommen und beschwören damit den Boxbeinigen. Um Himmels Willen. Ich bin ihnen bis zum Ort ihres Hexensabbats gefolgt. Sie haben den Teufel beschworen, sind ums Feuer getollt. Oh mein Gott, was noch? Die Weiber haben wegen der Salbe den Verstand verloren und sich aufgeführt wie toll. Dann kamen ein paar Holzfäller angestürmt und wollten dem Hexentreiben ein Ende machen. Jesus, wie ging es aus? Ich musste die Holzfäller erledigen, um die Weiber zu retten. Christi Blut, wie konntest du nur? Dieses sinnlose Morden. Die Männer meinten es gut. Gab es keinen Weg, ein Blutbad zu vermeiden? Die Holzfäller waren rasend vor Zorn und Blutgier gegen die Frauen. Denen war mit Vernunft nicht beizukommen. Es muss einen Weg gegeben haben. Ich tat, was in meiner Macht stand. Aha. Dem Herrgott entgeht nichts. Bete für die Seelen dieser armen Christenmenschen. Bete, denn an deinen Händen klebt Blut. Zumindest weißt du jetzt, wo ein Tanz mit dem Teufel hinführt. Bete für ihre Lieben und um unser beider Seelen willen, denn uns trifft Mitschuld. Geh, lass mich mit dem Herrn allein. Willst du ein paar Münzen verdienen? Warte, lass uns doch kurz reden. Ich war beim Sabbat der Uschitzer Weiber. Und, wie lief's? Die Weiber haben einen Veitstanz aufgeführt, weswegen die Holzfäller dachten, es wären Hexen. Sie fuhren unter sie, wollten sie tothauen. Jesus Christus. Und wie ging es aus? Ich habe sie alle getötet. Getötet? Allmächtiger. Du hast die Männer getötet, die bloß nach dem Rechten sehen wollten? Ich hatte keine Wahl. Sie wollten die Hexen um jeden Preis töten, mit denen war nicht zu reden. Es tut mir leid. Heilige Maria, Mutter Gottes, du weißt, dass ich's gut meine. Vergib mir und sei mir gnädig in meiner letzten Stunde. Und was dich betrifft, geh besser.